Wachgeküsst. Unter diesem Motto fand kürzlich der Spatenstich für das Wohn- und Geschäftshaus Hansgasser Platz 9 statt. Neben den zahlreichen Ehrengästen ließen sich auch viele Villacherinnen und Villacher es sich nicht nehmen, dem Festakt beizuwohnen. Laut Auskunft des Bauträgers, der HGP 9 Projektentwicklungs GmbH, beträgt das Investitionsvolumen rund 12 Millionen Euro. An dieser Stelle bedanke ich mich bei meinen Mitarbeitern, beim gesamten Projektteam und allen voran natürlich auch bei der Stadt Villach, die das Magistrat und die gesamte Stadtpolitik de facto perfekt zusammengearbeitet hat, dass das heute, ein Jahr nachdem wir es gekauft haben, bereits Baustart ist. Mit dem Herrn Bürgermeister Manzenreiter sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass für diesen Platz hier ein multifunktionales Gebäude errichtet werden soll, das mehrere haupttragende Funktionen beinhaltet. Ein weiteres Geschoss richtet sich primär an Ordinationen und Büroflächen. Und im Erdgeschoss haben wir die Flächen konzipiert für Handel bzw. Gewerbe, und einen beträchtlichen Teil des Erdgeschosses haben wir als Gastronomiefläche vorgesehen. Darüber hinaus wird es hier neuen Wohnraum geben. Wir stellen ja fest, dass es in der Altstadt nunmehr 300 Wohnungen bereits gibt, die im Bau sind oder bereits bezogen sind. Sieht man auch, es geht zurück in Richtung Altstadt. Es ist ein Zeitgeistthema, dass die Altstadt wieder für viele Menschen interessant wird. Und bei der Gestaltung haben wir darauf Rücksicht genommen, dass insbesondere auch die Wohnungen, die in den darüberliegenden Geschossen zur Ausführung kommen, mit Lodgen ausgestattet werden, mit großzügigen Außenräumen, damit auch die Wohnqualität entsprechend erhalten bleibt. Und die städtebauliche Ausrichtung des Gebäudes am Platz wird aus meiner Sicht ein umfassendes Neubild ergeben, und das Gebäude wird mit einer großen Strahlkraft am Platz stehen. Für die Errichtung des neuen Villacher Kommunikationszentrums ist eine Bauzeit von 14 Monaten anberaumt. Dabei werden insgesamt 370 Tonnen Stahl in rund 4000 Kubikmeter Beton in Selektbauweise verbaut. Es gibt auch mittlerweile eine Masse an Käufern. Wir sind bei einem Verkaufsstand angelangt von ca. 65-70%. Das Interesse ist sehr groß. Das liegt natürlich daran, dass sowohl das Gebäude als auch der Platz wunderbar gestaltet worden sind. Es gibt in allen Kategorien noch kleine Einheiten, allerdings muss ich dazu sagen, vereinzelt. Wie gesagt, wir sind sehr dankbar, dass der Erfolg da war. Hat damit zu tun, dass das alles gemeinsam eine kompakte Geschichte ist.